Hüttentür. Oh, was ist das? Kartoffelchips. Are you mocking me? Are you mocking me? Entschuldigung. Erste-Hilfe-Kasten, den habe ich auch mal hochgehoben, aber den durfte ich nicht behalten über die Jahre. Ein Holoband darf ich nehmen, ist kein Wert, hat aber auch kein Gewicht. Darf ich aber einfach nehmen. Why? Notiz hinzugefügt, gesucht. Vertrauenswürdiger Chirurg. Okay. Oh, ich würde hier alles durchsuchen wollen, aber mein Karma geht ja in den Bach runter, ey. Patient. Rede mit mir! Oh, das ist so unfreundlich. Oh, nur weil ihr krank seid. Ich mache jetzt extra laut die Tür zu. Bäm! Mann. So, gucken wir nochmal. Oh, hi. Schön zu sehen, dass Sie dem Er Wie wär's mit vielen Dank, hier Dank. haben Sie etwas. Dass Sie die ganze Stadt gerettet haben, finde ich echt nett. Wie wär's damit? Oh, super. Leo Stahl. Du bleibst jetzt einmal da. Ah, fuck, das ist Leo. Fucken! Jetzt reicht's. Entschuldigung, es war linke Maus, das ist einfach so. Okay, schön, Sie wiederzusehen. Was gibt's Neues? Brauchen Sie einen Drink? Los, reden wir. Dein Zwilling ist viel netter. Speisekarte. Ja, Drogenproblem. Verdammt, wer hat Ihnen gesagt? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ist schon okay, ich möchte helfen. War es Ihnen wert, die Angelegenheit geheim zu halten? Oder ist egal? Es geht mich sowieso nichts an. Ist okay, ich möchte helfen. Sie wollen helfen? Was soll denn das heißen? Ich bin eben ein Junkie, na und? Ich tue doch niemandem weh. Doch. Sprache 58, Sie schaden Ihrer Familie. Sie bedeuten Jenny und Andy sehr viel. So habe ich es noch nicht gesehen. Können Sie mir was besorgen? Ist egal. Nee, ich versuch's. Sie haben wohl recht. Ich muss Ihnen von meinem Problem erzählen, oder? Ja, auch in 200 Jahren gibt es noch Interventionen. Wäre keine schlechte Idee. Ich könnte es Ihnen erzählen. Nein, es wäre natürlich besser, wenn du das machst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe sie jahrelang beide bestohlen, um an Drogen zu kommen. Wo soll ich denn anfangen? Ich finde eine Lösung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ausgerechnet Sie haben mir gezeigt, was für ein Esel ich In einer gewesen halben bin. Minute. Hier, dieser Schlüssel ist für mein Geheimversteck in der Wasseraufbereitungsanlage. Nehmen Sie das Zeug, verkaufen oder verbrennen Sie es, mir egal. Geil. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Danke. Es wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Yay! Wie steht's mit Abhängigkeit? Wieder sauber in 2 Sekunden? Ich bin noch am Anfang, aber soweit ist alles okay. Ja. Gibst du mir jetzt billiger? Kein Problem, Mann. Oh, du hast Geld. Yay, das heißt, ich kann mal was verkaufen. Warte, ist das mehr oder weniger als vom anderen? Aber das ist 15, ich will es weghaben. So, weil ist alles zu schwer. Ist alles so schwer, das Leben und so. Kochplatte. Ich will die Kochplatte aber behalten. Was ist, wenn ich draußen irgendwo kochen möchte? Das wäre so geil, wenn sie es einbauen, dass man eine Kochplatte mitnehmen kann und dann hat man keinen Strom. Warte. Trotzdem. Naja, der Rest. Woher kommt denn die ganze? Der Helm ist ziemlich schwer. Stimmt, ich habe gerade eine Brille an. Ich sollte den Helm vielleicht wieder aufsetzen. Okay, gib mir mal 16. Danke. Kommen Sie jederzeit wieder. Juhu. Gut. Juhu. Kann ich wirklich meine Special nicht erhöhen? Das ist blöd. Also erstmal geht hier Sprache nach oben. Das ist sehr wichtig, wie es scheint. Das mache ich mal auf 40.
Schleichen. Dietrich brauchte ich bis jetzt noch nicht. Das hier brauche ich auf 30, glaube ich. Nee, wo brauchte ich 30, um überhaupt irgendwas zu machen? Reparieren. Dann mache ich das. So. Und dann mache ich reparieren 30. Tada! Dann kann ich gleich mich um das nächste kümmern. Oh, und ein extra wählen. Schleichen Dietrich. Ah, das ist es. Wir haben nämlich Heller Kopf 2. Am Anfang ist das richtig gut, die ersten Level, würde ich sagen. Oder das hier, das Training. Hat 10. Ah, ich kann einfach ein intensives Training machen und dann kann ich die erhöhen. Ich sehe. Aber ansonsten gibt's nichts. Wissenschaft und Medizin plus. Intelligent 4. Brauche ich irgendwann mehr? Ausdauer 5. Ich habe doch alles ziemlich weit oben. Glück könnte ich mal erhöhen. Hä? Oh, warte mal. Zurück. Weil, wenn ich Waffenfreak nehme, kriege ich 5. Ach, ist egal. Ich hole mir lieber nochmal hellen Kopf. So. Danke. Hey, ich wollte mit Ihnen sprechen. Liu hat mir erzählt, was Sie mir gesagt haben. Sie wissen schon, wegen seines Problems. Wann? Ich wollte Ihnen nur danken. Bin ich eingeschlafen? Ich bin manchmal kratzbürstig, aber mein kleiner Bruder bedeutet mir alles. Oh. Und Sie haben vielleicht sein Leben gerettet. Mhm. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen jemals irgendwie helfen kann. Geh mal kurz aus dem Raum. Der Bereich außerhalb von Megaton? Wenn hier nicht Ödländer... Die Stadt... Sure. Was gibt's Neues? Moriarty, Pink... Ey. Scheinbar kannst du mir nicht helfen. Ja, bis später dann. Dann rede ich mit eurer Schwester halt. Hallo. Ich werde jetzt erstmal reparieren. Hallo. Das erste war hier oben irgendwo. Ich bin am anderen vorbeigelaufen, das war ziemlich dumm. Wie ich überhaupt nicht am Kämpfen bin. Das erinnert mich auch ein bisschen an Risen. Am Anfang kämpft man gar nicht und dann die ganze Zeit. So. Oh, Entschuldigung. Das Rohr scheint beschädigt zu sein, doch die Quelle des Lecks in Erde muss ein Meisterklempner ran. Mindestens 30. Juhu, ich habe das leckere Rohr repariert. Haus der Gemeinschaft kann ich noch ausplündern. Das wird auch noch lustig. Jetzt muss ich nur noch eins finden, weil eins weiß ich, wo das... Das eine weiß ich ja, wo das ist. Ich weiß immer noch nicht, wo die Waffenhändlerin ist. Vielleicht ja hier. Nein, der Salon von hinten. Hier vielleicht? Das ist nicht umsonst abgesperrt. Wer redet da? Ah, du? Schluss jetzt. Jemand könnte uns sehen. Schon. Warst du das? Ah. Du hast ein Messer in der Hand. Ich würde mit dir nicht unbedingt... Wartet. Komm, mach nochmal nach vorne. Ich hoffe, ich kann mir eines Tages hier ein Haus kaufen. Ah. Von Sex auf der Straße bis zu einem Gedanken an ein Haus. Faszinierende Charaktere. Kinder des Atoms. Nein, hier will ich nicht rein. Hallo. Die Leute hier werden sehr nervös, wenn sie Außenstehende miteinander reden sehen. Vergessen Sie das nicht. Ach so, ihr seid Außenstehende. Und deshalb wollt ihr nicht mit mir reden. Ach, ich dachte schon wieder. Vielen Dank, dass Sie das für mich tun. Ich fühle mich schon viel besser. Hey, ich... Ja, ja. Das kommt später, Lucy. Später.
Ich suche immer noch die Waffenhändlerin. Das kann doch nicht sein. Und ein kaputtes Loch, ein kaputtes Rohr. Das müsst ihr auch irgendwo mal. Ja, also ich habe es noch nicht gesehen, glaube ich. Es war ja auch sehr dunkel. Na, okay, kümmern wir uns erstmal um das da unten. Ist auch schön. Ist faszinierend aber, dass man überall lang laufen kann. La 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 la. Hier oben, da war doch eins. Das heißt, dann müsste das nächste. Ach, keine Ahnung. Ich speichere mal aber vorher. Ich hab's repariert! Ich hab's repariert! Schaut mich an! Ich bin der Reparaturmann. Weil ich einfach ein Level aufgestiegen bin. Da könnte ich jetzt rein, hätte ich deinen Schlüssel. Aber ich habe dein Leben, dein fucking Leben ja gerettet. Mann, ey. Ich bin viel zu nett. Ich hätte da einfach reingehen können. Und eine geile Waffe hätte ich auch. Oh, stimmt ja. Ich habe Schlüssel zu deinem Stash. Hallo, Walter. Lass mich mal durch. Da. Was haben wir denn hier? Buffon. Das gibt TP plus, Ausdauer und Stärke plus. Jet hat AP plus 30. Oh, what the fuck. Kronkorken 105. Und ganz viele Drogen, die ich alle nicht nehmen will. Wahr? Was ist denn nochmal wahr? Naja, egal. Psycho. Schaden plus 25%. Weil ich habe nachgelesen, man kann von all diesen kann man schwanger werden. Abhängig werden. Darf ich alles nicht nehmen? Hallo, Walter. Ah, pass doch auf. Was darf's denn sein? Was soll ich nochmal für Sie tun? So. Ja, wollte ich. Mache ich auch. Keine Sorge. Ich weiß bloß nicht, wo das letzte Loch ist. Stimmt, ich hätte auch immer das letzte Loch. Und ich muss ja sowieso hier hoch, um Walter zu finden. Ach, ich bin so doof. Aber eigentlich muss ich nur den Röhren entlang gehen. Die Röhre. Durchs Rohre. Oh, so ein Rohr. Ich habe so ein Rohr gerade. Wow. So, dann gehe ich mal den Röhren entlang. Hier zum Beispiel. Da oben, ich sehe es. Ich sehe es doch. Oh Mann, wie komme ich da jetzt hin? Ich sehe das Loch, ich sehe das Loch, sagte er voller Freude. Ah, darunter. Aha! Ah, ah, aha, aha. Ich habe das leckerendere Rohrere Packerdot. I am the best. Please tell my wife that. Ach Mann, es ist aber auch teilweise schwer zu erkennen alles. Boom. Boom. Und jetzt wieder zurück nach oben hin. Ach, weg von der Bombe. Ich will keine Verstrahlung. Zustand ist auch nicht so gut da unten. Seht ihr das? Der Zustand. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe das noch nicht mit dem 861. Ist das meine Waffe? Muss ich zugeben, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Meine AP. Naja, ist egal. Hauptsache, wir schießen alles tot. Hoffentlich bist du noch da. Jo, du bist noch da. Was darf's denn sein? Ich habe alles gemacht. Das ist ja... Die Anlage hat wieder vollen Druck. Ja, Viagra. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Danke. Ich danke Ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um Sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen. Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Klar. Ja, besser als... Scheinbar muss man die Sachen doch warten, bis man irgendwo was findet, dass man mehr bekommt. Ich bin kein Botenjunge, bezahlen Sie mich einfach? Nö, klar. Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden. Cool.
Was darf's denn sein? Na sicher will ich Teile kaufen. Was haben Sie denn für mich? Ich möchte einfach helfen. Nehmen Sie einfach alles Altmetall. In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Okay. Danke. Was gibt's Neues? Klar, der Aufbereiter funktioniert wieder. Aber wenn ihm das Wasser ausgeht, sind wir trotzdem aufgeschmissen. Juhu. So, wieder an die Arbeit. Danke, das war richtig geil, viel Geld. Soll ich mal reingucken? Oder sieht er mich? Ich speichere mal. Sieben? Nee, dafür will ich meinen Karma nicht in die Binse hauen. Warte. Nee. Oh, was ist da hinten denn? Ist das eine Tür? Oh. Metallkisten. Was haben wir denn hier alles? Hinsetzen darf ich mich umsonst. Ein Teddybär und eine Hockeymaske. Waffenlos plus 5. Ist das geil. Der Zustand ist zu schlecht, dass es sich lohnt. Eine Hockeymaske. Schnapsglas und ein Vorkriegsgold. Vorkriegsgold. Aber auch nicht. Spielzeugauto. Ah, hatte ich auch mal. Schmutziger Vorkriegs-Business-Kleidung. Habe ich auch schon. Habe ich jemanden weggenommen. Da, nichts. Warum ist da hinten nichts drin? Ich brauche hier so welche. Für mich zu Hause. Ich muss ein bisschen aufräumen. Supiduppi, wir haben richtig schön viel Geld jetzt bekommen. Wir haben Kronkorken 471. Fuck yeah. Hallo. Ich will keinen Ärger. Du hast doch Hallo gesagt. Manno. Okay. Wir haben also jetzt Geld und müssen nur die Waffenhändlerin mal finden, damit wir das Geld auch mal anbringen können. Waffenhändler. Ich gucke jetzt einfach mal hier. Sie den Bürgermeister oder den Sheriff? Niemanden, lass mich. Luxury Egg, Commons, Supplies, Saloon, Supplies. Hat die zwei Köpfe. Die Kuh hat zwei Köpfe. Ich gehe mal kurz kotzen. Muss die jetzt auch doppelt so viel essen? Okay. Hier soll ich hoch zum Supply-Markt. Klinik nach unten. Hier, yeah, Supply. Yay. Hey. Yo, yo, yo. I'm the house. Moria Brown. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Yo, yo, yo. Hat mir nichts zu sagen, yo. Moria, Moria, ich beklau deine Moho. Da. Das sieht echt schön aus. Aber ihr habt nur versenkte Bücher. Ich meine, Bücher? Warum gibt es keine normalen Bücher mehr? Schreibt keiner mehr von euch? Das ist echt peinlich. Schreibt doch mal jemand. Ich meine, ihr könnt doch jemand abschreiben. Ihr habt so viel zu tun. Ihr habt nichts zu tun. Ganz ruhig, Kate, ganz ruhig. Hallo, Maria. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Von ich wem? Ich habe seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. What the fuck? Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Hi, Moira. Ich leite den Crater-Site-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? What? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Du hast die gleiche Frisur wie eine alte Freundin und ein Damenbart. Ich habe viel zu erzählen. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Hä? Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor 10 bis 12 Jahren ein Mädchen damit in die Stadt gekommen ist. Sie wusste nichts über das Ödland und ich wusste, dass ihr ohne Schutz etwas zustoßen würde. Darum bot ich ihr an, den Vault-Anzug zu panzern.
Ich sah sie nie wieder. Bestimmt kam die Arme da draußen um. Sie war gewissermaßen der Anstoß zum Buch. Wenn Sie mir helfen, gehört der Anzug Ihnen. Natürlich. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Weiß ich selbst oder nicht. Was auch immer Sie erzählen wollen. Wir pinkeln in so komische, saubere Sachen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit. Bis Papa weg war. Oh, das draußen da ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault. Fallet auf die Knie. Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe noch kein Essen aus Tomaten gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Okay, was... Wie war denn das da draußen? Das draußen da ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich kann mal jetzt... Wir können die Leute hier draußen leben. Ich habe kein Essen dazu mehr sehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Irgendwie stimmt das ja. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Was willst du hören? Es war gut und schlecht. Das ist furchtbar. Aber als Vorwort wird es sich hervorragend eignen. Insofern ist es ausgezeichnet. Yay. Ich glaube, es wird Ihnen hier draußen gefallen. Hier ist der gepanzerte Anzug, damit Sie nicht von irgendeiner Bestie als Häppchen verspeist werden. Yay. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Natürlich. Ich habe nichts anderes zu tun. Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Sie macht was. Ich mag sie. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Moira. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Oh. Helfe gern. Ich glaube, ich kann diesen Überladen zu helfen. Ich würde gerne noch über die Bezahlung Erfahrung bringen. Ach, ich hätte da Kronkorken, Medikamente und vielleicht sogar ein paar einzigartige Erfindungen, wenn sie gut sind. Sicher habe ich was Passendes. Mit etwas Einfallsreichtum können sie einen Haufen Schrott in einen Berg von Kronkorken verwandeln. Und Schrott gibt es genug. Und? Helfen sie? Jo. Das ist eine gute Idee, ich helfe gerne oder ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Das ist jetzt so von richtig geil bis so, ne? Okay, ich glaube, ich kann helfen. Also gut, los geht's. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglichen Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oder auftreten gleich. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Essen holen, ja. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Wirklich? Ich glaube, ich habe jetzt erst das A und O verstanden, durch diese beschissene Bibelstelle. Es ist wirklich Alpha und Omega? Das Alpha und Omega ist... Oh, okay. Wie sieht die Bezahlung aus? Hoffentlich finden Sie Lebensmittel und Medizin. Aber ich kann Ihnen auch anbieten, unabhängig vom Resultat, mit noch mehr Lebensmitteln zu bezahlen. Während Sie weg sind, kann ich unter meinem ganzen Kram nachsehen, ob ich etwas habe, das alte Lebensmittel aufnimmt. Cool. Super. Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn Sie nichts finden, kommen Sie zumindest heil zurück, okay? Cool, cool, cool. Reden wir über das Einsammeln von Krams. Ich möchte etwas über den Androiden aus dem Commonwealth wissen. What? Haben Sie diese Androidenaufnahme schon gehört? Die Stimme klingt wie die eines ganz normalen Menschen. Hier ist eine Kopie. Sicher nur ein Bluff. Okay. Vervielfältigte Mensch. Ich übertreib's doch nicht so. Ich bin
Ein überforderter Gamer. Holoband. Ich will mehr über dieses Holoband mit Infos zum Androiden hören. Ich schätze, viele haben diese Bänder bekommen. Besonders technikbegeisterte Leute wie ich. Ach, zu schade, dass es diese Androiden nicht gibt. Hm. War daran gedacht, die Bombe zu entschärfen. Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. What? Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Nein. Kann ich bei Ihren Job fragen? Verkaufen Sie irgendwelche Gegenstände? Sehen wir mal, was im Angebot gibt. Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Dein Alter, deine Adresse, deine Größe. Warum können Sie die Nachforschung nicht selbst anstellen? Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäb's mich nicht mehr. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur Warum? Gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Es ist interessant aber, das ist wirklich, man überlegt jetzt schon, wo will man lieber leben. Weil sie zum Beispiel ist die ganze Zeit in dieser Stadt auf Hilfe angewiesen und es ist dreckig, aber sie ist frei und hat frische Luft und so. In dem Vault war man eingesperrt, hatte keine frische Luft, war gezwungen, hat keine neuen Leute, aber man war sicher und hatte Essen und Sauberkeit. Nun, ich dachte, statt nur mit altem Schrott den Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Jo. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Ich bin stolz, mit der Partie zu sein. Die Karawanen helfen einen Haufen Leute oder ich bin stolz, mit von der Partie zu sein? Ja, ich bin stolz. Weiter so, mein treuer wissenschaftlicher Assistent. Das ist ja richtig, sie will ein Buch schreiben, das finde ich gut, endlich mal was. Verkaufen Sie irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Hm. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Geul. Können Sie meine Ausrüstung reparieren? Ich kann Reparaturen durchführen, wenn es sich nicht um einen qualmenden Haufen Asche handelt. Okay, dann möchte ich gerne... Welche habe ich denn ausgerüstet? Mal kurz gucken. Die hier. Aber warte mal, sie hat mir doch hier dieses Neue gegeben. Wo ist das denn? Sicherheitsdienst? Nein. Wo ist denn das, was sie mir eben gegeben hat? Warum ist der Zustand besser wieder? Versteht das einer? Hat sie mir noch eine Sicherheitsrüstung jetzt einfach gegeben? Na dann. Na, wie viel kostet das? Reparatur nur bis zu 54% möglich. Was? Ach so, okay, verstehe. Es muss schlechter sein. Verstehe. Deshalb sind die oben alle. Vorkriegs... Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, was ist denn der Hintergrund? Ich habe mich voll erschrocken. Plus 4%, nö. Was war das denn? 197 Kronkarten? What the fuck? Deine Mutter. Das ist ja... Hallo. Wo ist denn der Helm? Den kann ich auch nicht. Nee, das ist mir zu teuer. Mann. Oh, man kann auch so. Das ist ja schön. Zeigen Sie mal. Schauen Sie ruhig. Duz mich doch, Mädel. Duz mich doch. So, was haben wir denn hier? Schuss für Magnum. Waffen. Wir haben ein Bleirohr. Joa. Gucken wir mal rein. Laserpistole. Piu. Splittergranate.
Nur eine? Ja, okay. Das ist ziemlich teuer dafür. Kleidung. Was? Rider Rüstung. Sollte ich vielleicht nicht nehmen. Lederrüstung. Cool. Kein Wert. Ist aber dafür gut in... warum ist so viel Gewicht? Seltsam. Strahlenschutzanzug. Strahlresistenz plus. Nicht schlecht. Und nicht sehr viel Gewicht. Das heißt, ich könnte mich so ein bisschen... Da bin ich noch besser geschützt. Ölandsiedler-Outfit. Geil. Beweglichkeit und Ausdauer plus. Subidubi. Aber der ist doch gar nicht so schlecht hier. Strahlenschutz. Was habe ich gerade an? Da. 9, 15. Hat kein Extra. Das weiß ich auch nicht. Ach, was hat's denn hier noch? Stimpacks. Nö, dann verkaufen wir mal ein bisschen. Sie hat ja 191. Und ich möchte gerne... Gepanzerter Vault. Oh, oh, oh! Kleine Waffen plus und Energiewaffen plus. Geil! Danke dir. Dann verkaufe ich dir jetzt mal meine anderen Sachen. Das hier kann ich hier verkaufen, glaube ich dann. Juhu! Und sonst... Was ist dann noch so? Nee, das ist, wenn ich mit jemandem reden möchte und das fehlt noch ein bisschen, dann kann ich das anziehen. Da muss man immer dran denken, das ist ja heftig. Mann. Lesebrille nicht. Ist hier irgendwas ziemlich... Sonst verkaufe ich jetzt alles, was ich hier so kacke geholt habe. Mal gucken. Aber Hilfe ist ja gut, auch wenn es... Da ist ja alles auch nicht so schwer. Hilfe ist gut. Sonstiges aber kann ich mal verkaufen. Was habe ich denn hier so total viel? Wunderkleber. Ah, ich habe das Gefühl, das braucht man. Das kann man woanders besser verkaufen. Ah, damn it. Aber hier die Tassen kannst du haben. Sensormodul. Nicht schlecht. Irgendwas, was super schwer noch ist. Und muss ich Stärke irgendwie mal höher machen. Naja, was soll's. Okay. Ja, das möchte ich. Danke. Tschüss. Gute Jagd. Danke. Viel Spaß da draußen, okay? Spaß.